Genau. Ich mache einfach mal hier den Meta-Trailer auf. Das ist der Meta-Trailer von FX Flat. So, jetzt wird es etwas besser. Der Meta-Trailer 4, den kennen wir soweit. Und hier oben gibt es die Option Strategietester. Und dann öffnet sich hier unten halt die, ich sag mal, die Backtest-Option. Hier oben können wir auswählen, was für ein System wir nutzen möchten. Ich nehme einfach mal das System von uns, das ist der FX Flat, der FX Launch. Wir können jetzt sagen, ich möchte ihn auf den Euro-Dollar anwenden. Was für Zeitfenster soll getestet werden? Bei den Mondphasenbeispiel sind wir bei Tagescandles geblieben. Ich wende es jetzt auf eine Stunde an und ich sage, den Backtest soll er von 1. Mai an bis heute anwenden. Hier unten ist die vorhin erwähnte visuelle Modusfunktion. Da können wir also im Chart gleich live verfolgen, wie das System gehandelt hätte. Das war's von den Einstellungen. Ich starte jetzt kurz das Backtest, den Backtest. Er lädt sich kurz die Daten runter, verarbeitet sie und gleich sehen wir auch im Chart. So. Jetzt sehen wir auch schon im Chart die Vergangenheit. Wir sind also hier am 31. Mai und sehen, wie der Markt von damals jetzt schnell abgespielt wird. Wir haben hier unten auch noch einen Regler. Da können wir die Geschwindigkeit anheben. Dauert kurz einen Moment. So, jetzt mal ganz schnell gemacht. Sehen wir also, wie das System historisch die ganzen Daten verarbeitet. Wir sehen also hier die Linien. Die kennen Sie ja auch aus dem manuellen Trading. Wenn irgendwo eine Order platziert wird zum Kaufen, Verkaufen, wo wurde eine Order gelöscht? Hier war ein Einstieg, da oben ein Aufstieg, hier sind wir short gegangen, hier der Exit. Damit können wir einfach extrem gut arbeiten. Wir sehen auch, wo Defizite sind, wo die Stärken des Systems sind. Wenn das System also abgeschlossen sind, ich stoppe das mal kurz, dann haben wir zum einen Ergebnisse. Hier sehen wir also jede Aktion, jede Order, jede Änderung der Stop-Loss, jeder Trade, jede Eröffnung, den Kontostand, haben auch noch ein Diagramm. Wir sehen also hier nach 7 Trades waren wir jetzt hier 260 Euro im Gewinn. Haben dann noch einen Bericht, wo wir die ganzen Auswertungen haben, den maximalen Drawdown. Sind wir jetzt hier 0,95%. Wir sehen, wie viel Anzahl Trades wir hatten und, und. Also ist das erwähnte Risikoprofil, was wir halt hier sehen. Und das können wir mit jedem System durchführen. Wir können auch Indikatoren backtesten und automatisierte Handelssysteme. Genau, kleiner Einblick.